Schön, dass ihr wieder am Start seid. DSDS ist wieder angesagt. Meine lieben Freunde, und zwar mit lustigen, schlimmen Auftritten. Los geht's mit Auftritt Nummer 1. Hilfe, was ist das? Da wird man ja blind. Jetzt kommt die Sonne raus. Hallo, hallo. Hör mal, du blendest aber. Ja, Yellow Dirk. Übertreibt, nur einfach, weil der ein gelbes Neon-Oberteil trägt. Der erste ist übertreibt mal wieder. Jetzt weiß ich ja, warum du so heißt. Ja, ja, der nennt sich Yellow Dirk. Ich bin Yellow Dirk, 30 Jahre, komme hier aus Köln und bin Songtexter aus Leidenschaft. Bist ja ein echter Strahlemann. Ja, das stimmt. Hey. Man sagt ja über sie, sie sind einer von tausend. Was zeichnet sie als Mensch und auch bei ihrer Musik denn besonders aus? Ich liebe das Leben einfach, ich liebe es, Leute zu unterhalten, und ich bezeichne mich selber mal als liebbescheuert, und die Menschen, die mir wichtig sind, mögen auch diese Macken, und ja, und vor allem liebe ich meine Musik. Sehr gut. Oh, na, hat er da ein Self-Interview eingesandt bei DSDS? Guck mal, bevor die ja alle auftreten, sagt der DSDS, okay, schick uns mal so ein bisschen Material von dir zu. Ja, der hat sich einfach selber interviewt. Das ist auch eine Idee, kann man auch so machen, ne? Dann geh ins Licht, also ins Scheinwerferlicht. Ciao. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch die Leute so die Sonnenbrille aufsetzen. Du darfst nicht traurig sein. Guten Mit Morgen, Yellow Dirk erstrahlt der DSDS-Warteraum gleich in einem ganz guten anderen Morgen, Licht. Sonnenschein. Oh. Ja, ja, Yellow Dirk mitten im Mittelpunkt, ne? Gelb ist eine Lieblingsfarbe von mir, und deswegen dachte ich mir, das Outfit sollte auch schon ein bisschen schräg sein, weil ich bin auch ein schräger Typ. Aber hallo! Der gelbe Dirk, bitte, Yellow Dirk, bitte herkommen. Flo, mach das Ding! Ja, mach ich. Geht der Jury ein Licht auf? Oder geht bei Yellow Dirk gleich das Licht aus? Boah, also das sind seine zwei Brees, glaube ich, die er mitgenommen hat. Du bist im Recall, die Liste ist schon sehr lang. Ja, viel Druck für Yellow Dirk. Boah, ich kann das gar nicht sagen. Irgendwie ist er ein bunter Vogel, aber irgendwie wirkt er auch so in einem Interview relativ so, als wenn er weiß, was er tut. Deswegen, aber, also wir sind unvoreingenommen. Ich gebe nur eine Vermutung ab, wie ich es vermuten würde. Ihr auch, Freunde, schreibt es mir immer in die Kommentare. Ich glaube eher, dass wir so ein bisschen enttäuscht werden. Ja. Yellow Dirk. Yellow Dirk glaubt, dass er Shirin zum Strahlen bringen kann. Bei einem Putt zählt ihre Stimme doppelt. Oh, Shirin, nee. Shirin kriegt er mit sowas am wenigsten. Ich glaube eher Dieter findet das lustig. Ich hätte Dieter an seiner Stelle genommen. Hallo zusammen. Oh, da wird man ja blind. Du hast aber ein schrilles Outfit heute. Ja, ist mein Künstleroutfit. Deiner Größe gab's das nicht, den Anzug? Ja, ich bin... Ey, der hat nicht mal angefangen und die sind schon direkt dabei, den zu dissen. Ein bisschen dünner geworden die letzten Jahre. Damals war das noch ein bisschen passender. Ich hab ein bisschen abgenommen die letzten Sollte Jahre. Sollte das so für Ballermann sein? Oder? Ja, das ist so... Also Ballermann ist so die Richtung, die ich so am liebsten einschlagen aber würde. Aber du bist oh, noch nicht... nein, Ballermann. Yellow Dirk auf dem Ballermann. Der macht da gleich so Schlager-Ballermann-Musik, ne? Das ist einfach nur, da kann man ja nicht mal richtig zeigen, dass man singen kann, finde ich, weil das jetzt nicht wenig, also das ist jetzt wenig guter Gesang. Okay, ich bin gespannt. Ballermann aufgetreten, du. Nee, also ich habe da zwar quasi schon öfters Urlaub gemacht, aber aufgetreten bin ich noch nicht. Eigener Song, oder? Genau, also ich habe leider nicht das Talent, ein Instrument zu spielen, deswegen muss ich mir Originalsongs klauen, aber die Texte sind komplett von mir selber. Den ersten Song, den ich singen wollte, heißt Schlagerboy. Okay, alles klar. Wie alt warst du, Yellow, Dirk? Achso, Entschuldigung, habe ich noch gar nicht gesagt, ich bin 30 Jahre alt. Okay. Yellow, Dirk. Das ist echt geil. Yellow, Dirk, ja, das ist auch ein sehr lange musste man dafür überlegen, ne? Einfach sein Vornamen und davor einfach gelb auf Englisch, ja. Name ist gut. Danke. DSDS 2017. Oh nein. Achso, Florian Yellow Dirk. Der heißt Florian. Dirk ist auch sein Künstlername. Ich hab gedacht, Dirk ist sein richtiger Vorname. Oh nein. Oh nein, lassen wir es einfach sein, bitte. Yellow Dirk ist in the house. Jetzt bin ich da. Bin hier der Star. Dies ist wunderbar. 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 Viele Nächte sind vergangen,
Vor allem dieses Pro-Touch hier noch, der hat einfach noch dieses Trikot mit der Marke. Hol dir doch zumindest eins, was neutral gelb ist, oder? Und das sind unterschiedliche Gelbtöne. Das passt hinten und vorne nicht, Yellow Dirk. Mann! Also das ist eine Katastrophe. Also das ist auch einfach nicht gut. Also man kann damit auf dem Ballermann erfolgreich werden. Ja, es ist natürlich nicht Talent-Ballermann, sondern die Leute müssen das halt abfeiern und die müssen da rumgrölen. Also, aber bei DSDS bist du, also das, der fährt mit, wirklich mit vollen Zügen wieder nach Hause. Habt immer noch das Verlangen, diese kräftig zu begießen und mit guter Musik zu genießen. Deswegen stark, ganz stark. Super, gleich kommt der Refrain noch. Was? Die stehen da und sagen, stark, ganz stark. Ja, ja, Weltklasse. Das ist nicht stark, Jungs. Also, haben die irgendwas auf den Ohren oder haben... Ich weiß nicht, auf welchen Substanzen die sind, aber das ist nicht stark. Deutschland, seid nicht scheu, genießt einfach den Schlagerboy. Ob am Ballermann, in Paris, in Cologne, alle den Schlagerboy. Schlagerboy, Schlagerboy, boy, boy. Ob im Megapark, auf dem Eiffelturm, vorm Kölner Dom, Schlagerboy, 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 boy, boy. Also nicht mal so nah, knapp vorbei am Recall. Das ist ganz weit entfernt. Das ist ein anderes Universum. Also das, aber man kann so Erfolg haben. Also es haben, glaube ich, schon Leute auf dem Ballermann-Auftritt gehabt, die ganz talentfrei sind, aber die halt einfach lustig sind und die Leute feiern das ab. Ja, Sprachlosigkeit. Als du angefangen hast zu singen, hat sich das für mich so ein bisschen nach so einem gelangweilten Mitarbeiter im Kaufhaus angehört, der so eine Durchsage macht. DSDS 2017. Stimmt. Oh. Ich habe heute gerade in der Welt gelesen, im Jahr sterben 10 Leute durch einen Blitzschlag. Jetzt habe ich gerade so gedacht, es trifft immer die Falschen. Aber, also, Yellow Dirk ist noch am Leben. Scheiße. Aber auf jeder Party kommt es super an eigentlich. Also, ja, Jungs, ja, habt ihr recht, so auf einer Party kommt es auch super an, aber wir sind hier bei Deutschland sucht den Superstar und nicht Deutschland sucht den neuesten Dorfkneipensänger so, ne? Except eigentlich so Yellow Dirk, ne, wenn dann irgendwas käme, wäre das gar nicht schlecht so für diesen Bereich, aber das war natürlich völliger Schrott, also komplett. Da kannst du dieses ganze Outfit alles sparen, wenn dann sowas dabei rauskommt. Boah, ich fand's auch einfach echt nur schlecht. Wirklich, also ich war kurz davor, meinen goldenen Scheißhaufen nochmal rauszunehmen. Der passt eigentlich gut zum Outfit. Damit du nicht ganz leer ausgehst, heute. Oh nein, die verleihen ihm den goldenen Scheißhaufen. Keine Ahnung, wo das Teil herkommt, aber das... Ja, ist auch ein Achievement, Yellow Dirk. Also, aber ey, was hat der erwartet, dass sie da begeistert sind? So für besondere Leistungen. Obwohl, es haben ja schon manche Schlagerstars, kamen da ja auch schon weiter, so Beatrice Egli und so. Aber die konnte ja auch ein bisschen singen, so. Also. Zwar für besonders schlechte, aber. Immerhin, was? Immerhin Preis, ne? Viermal nein. Danke. Lieben Dank. Und so geht Yellow Dirk zurück ins Licht. Ja. Er hat eine Trophäe. Kann man auch stolz drauf sein. Der bringt den Kopf nicht mit leeren Händen zurück. Ja, richtig. Richtig. Der kommt nicht mit leeren Händen zurück. Ja. Hat leider nicht gereicht. Irgend so ein goldenes Scheißhaufen oder sowas. Aber immerhin habe ich was gewonnen. Andere haben gar nichts. Ich war jetzt nach Hause und hatte trotzdem einen schönen Tag. Ja. Ja, mit mir und mit euch. Ich heiße Patrick, bin 25 Jahre alt und ich wohne in Schönbach bei Reichenbach im Vogtland. Hey Patrick, eine lange Anreise gehabt oder was? Ja, ich bin eher eine ruhige Person, aber wenn ich dann einmal... Patrick, eher eine ruhige Person. Erstmal ein Nickerchen hier auf der DSDS Casting Couch. Aus mir rausgekommen bin, dann gebe ich nicht so schnell Ruhe. Nee, das glaube ich, dass Patrick, wenn er einmal Dampf gegeben hat, dass Patrick nicht so schnell runterzukriegen ist. Das glaube ich. Eieiei. Also dann bin ich aufgedreht.
Eine richtige Rampensau also. Ich habe leider keine Freundin. Ich wohne noch bei meinen Großeltern und bei meiner Mutter. Auch nicht schlecht. Oh nein, Patrick. Und was zieht, zeichnet dich aus? Meine Stärken sind meine Persönlichkeit. Ach, Patrick, nein. Lass dein T-Shirt an, lass deine Hose an, Patrick, ganz ruhig. Meine Ausstrahlung und mein Selbstbewusstsein. Dann bist du ja quasi für DSDS wie gemacht. Ich hab da ein paar verschwommene Fotos von mir machen lassen. Blitzlicht, Blitzlicht, Blitzlicht. Ich guck nach rechts, ich guck nach links, nichts. Hä? Irgendetwas stimmt nicht. Sind leider nicht so gut geworden. Klick, klick, klick. Nochmal, nochmal, nochmal. Ich gucke wohl zu verzerrt. Also nicht klar und deutlich geworden, weil ich halt mich nicht ruhig halten konnte. Ach, nicht schlimm. Wir finden's rattenscharf. Ja, finde ich auch nicht so schlecht, Patrick. Aber das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Aber ist auch in Ordnung so. Ich würde mich als Pop-Rock-Künstler sehen. Pop-Rock-Künstler? Patrick, du greifst sehr hoch in die Stern. So, bevor du jetzt hier irgendwie Bilder machst, dich nackt aussiehst, dich hier als Pop-Rock-Künstler bezeichnest, zeig doch erstmal, was du drauf hast, ohne es böse zu meinen. Deutscher Rock, also deutscher Pop-Rock. Verstehe. Und welche Ziele hast du? Ich will's wenigstens bis in die Top 10 schaffen. Oh Mann, die wollten schön... Ja. Bis in die Top 10. Oh, bis Top 10 ist sehr hoch, Patrick. Mich beschleicht irgendwie das grobe Gefühl, dass das nix ist, Patrick. Hast du mal einen Musiker darüber hören lassen? Jemand, der Ahnung von Musik hat? Oder eine Gesangslehrerin? Irgendjemand, Patrick? Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast da nichts zu suchen. Vom Gefühl her. Und ich gehe meinen eigenen Weg. Ja, klingt logisch. Das ist zum Beispiel der Refrain von meinem eigenen Song, der heißt Meinen eigenen Weg. Und ich gehe meinen eigenen Weg? Der Refrain von meinem eigenen Song, ich gehe meinen eigenen Weg. Ah, den Namen wäre ich jetzt nicht gekommen. Und da sagen viele, wen interessiert das, dass du deinen eigenen Weg gehst? Und da denke ich mir, ja, da ist schon was dran, ne? Du wirst deinen Weg gehen, Patrick. Darum darfst du jetzt auch vor der Jury singen. Ja, yeah, hallo Dieter. Ich komme bald, also hoffentlich zu dir. Und dann geht's so richtig ab, das sag ich dir. Wir drücken dir die Daumen, Patrick. Toi, toi, toi. Ja, ich drücke auch die Daumen, Patrick. Ganze Folgen seht ihr übrigens auf RTL Plus, ne? Link ist in der Beschreibung, wisst ihr. Ah, also, ja. Manchmal geht's doch, wenn man lange genug wartet. Ja, hallo. Erzählst du ein bisschen was von dir? Du heißt? Ich heiße Patrick Schubert, bin 26 Jahre alt und komme aus Schönbach, bei Reichenbach im Vogtland. Und ich hast einen schönen Nachnamen, ne? Ich meine, der war ja ein schöner, großer Komponist, Schubert. Genau, Franz Schubert. Dein Doppelgänger, der Blick von Dieter. Patricks Doppelgänger, Franz Schubert, ja? Eins haben sie gemeinsam und zwar ist es der Gesang. Nee, es ist der Nachname. Richtig. Ich bin aber nicht mit dem verwandt. Falls du darauf hinaus willst. Nö, ich will darauf hinaus, ob du genauso musikalisch bist. Ja, ich will es hoffen, also, ja. Hast du irgendwelche besonderen Talente? Boah, mit Franz Schubert sich zu vergleichen, ist krass. Das ist ein großer Musiker, einer der größten Musiker aller Zeiten, ne? Also außer Gitarre... Die dich ausmachen? Außer Gitarre spielen und singen eigentlich nichts. Mhm. Also nichts Nennenswertes, okay. Sagen wir es mal so. Was willst du für uns singen? Von Udo Lindenberg durch die schweren Zeiten. Spiele ich mit Gitarre, also begleite ich mich mit Gitarre. Also es klingt besser, Patrick, wenn du mit Playback singst, ja. Ich weiß nicht, ob du es kannst, aber klingen tut das immer besser. Mit Playback. Ja. Herzensgut gemeinter Tipp von Dieter hier nochmal. Nimm lieber Playback, Patrick. Okay, mach mal halt mit Playback. Das okay. Wäre dann Udo Lindenberg. Alles klar. Okay, mach mal das. Ja, danke. Komm, Patrick, alles. Da 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 da. Es geht nicht immer geradeaus, manchmal geht es auch nach unten. Und das, wonach du suchst,
hast du noch immer nicht gefunden. Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei. Die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei. Jeden Morgen stehst du auf und kippst den Kaffee runter. Deine Träume aufgebraucht. Ja, das reicht natürlich nicht, aber es gab, also, was ich sagen muss, es gab schon schwächere Auftritte. Also, es ist nicht komplett krumm und schieß so. Also, ab und zu, ganz am Anfang habe ich gedacht, ganz kurz, da ist Potenzial, aber. Und du glaubst nicht mehr an Wunder. Mit Vollgas knapp am Glück vorbeigerauscht. Manchmal ganz kurz gar nicht so ultra schlecht, ja? Also, aber es langt nicht. Was dich runterzieht, ey, ich zieh dich wieder rauf. Ja, und Star-Appeal. Ich trag dich durch die schweren Zeiten. So wie ein Schatten werd ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, wo hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Okay, Patrick, dankeschön. Also in der Strophe kam das ein bisschen eher rüber wie ein Gedichtsvortrag. Also es war gar nicht so wirklich gesungen. Bevor okay. Hast du dann ein bisschen gesungen oder es zumindest versucht. Aber das ist wie ich, ja, weit weg von Gut und Böse. Das Einzige, was gut war, man konnte jede Silbe verstehen. Also du sprichst sehr deutlich. Und man hat den Text deutlich als Udo auf jeden Fall. Okay, ja. Man hat den Text wie ich verstanden. Also das fand ich gut. Okay. Vom Gesang aber nicht so. Ja, das kann heißt, man nicht nein, machen. Ne? Nein. Okay. Shireen? Also Patrick, aber du der Patrick ist bestimmt so eine gute Seele, so ein lieber Mensch. Der tut keiner Fliege was zu leide. Sieht ja niemals aus wie 26. Mein Name an. Nicht? Nee. Ich bin aber 26. Das glaube ich dir auch, aber du siehst absolut nicht so aus. Du siehst aus, als würdest du noch so mit dem Rucksack noch zur Schule gehen. Und wie alt schätzt du mich? Ich hätte locker 19 gesagt. 19? Ja. Oi, Patrick am Flirten jetzt mit Shireen hier. Patrick. Also ich habe schlimmer erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Es war gar nicht so schlimm. Ja, also ich hatte auch, also so wie der eingeleitet wurde, man kennt hier so ein bisschen DSDS inzwischen und dass das schlimmer wird und das ist, also stellenweise war gar nicht so schlecht, da hat er ganz, teilweise ganz geil den Ton getroffen, fand ich, aber ja. Okay. Aber mir auch nicht. Ja. Okay, kann man nichts machen. Patrick. Ich fand eigentlich, Patrick, hast du das für dich selber echt toll gemacht. Du hast eigentlich die Töne ganz gut getroffen. Ich kann dir kein weitergeben, aber ich fand es trotzdem okay und schön eigentlich. Doch. Okay. Ich finde auch, dass es für dich Musik einfach super ist als Hobby. Ja. Ich gebe dir auch ein Ja, weil du einfach ein netter Kerl bist und hier ich nicht möchte, dass du ganz traurig hier rausgehst. Und ich mach mein Ding. Also habe ich jetzt zwei Ja's, weil ich habe Dieter Bohlen als Joker genommen. Also dann hast du zwei Ja. Ja. Aber trotzdem aber zwei nicht gegen drei reicht nicht. Ja, genau. Trotz, ja, ist nicht weiter. Okay. Aber schön, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Dankeschön. Ja, bitte. Ja, Patrick. Na dann, tschüss. Tschüss, Patrick. Mach's gut, Patrick. Du machst garantiert dein Ding. Macht er. Und du machst, kannst weitermachen. Also, wie gesagt, da haben wir schon viel, viel schlimmere Sachen gehabt. Beda-Lisa Magdalena Bohlen. Was jetzt? Hallo, liebe Leute von Deutschland, du der Superstar. Ich bin Beda-Lisa Bohlen, Lisa. Und ich komme aus der Dominikanischen Republik. Die heißt Bohlen mit Lachen. Frau Bohlen. Ich habe Dieter Bohlen getroffen und er war sehr freundlich, der Pop-Titan. Und ich mag ihn gerne. Ja, der ist vielleicht in Real Life, wenn man ihn mal kurz trifft, sehr, sehr lieb. Aber wenn du da vor ihm stehst und nicht singen kannst, dann kann er auch ganz schnell mal fiese Sprüche raushauen. Also sei gewarnt. Eine nette Herr. Hallo, wen möchtest du denn heiraten heute? Dieter Bohlen, genau. Aber du heißt doch schon Bohlen. Ja, aber ich habe den Namen, aber nicht Herr Dieter. Noch nicht. Was nicht ist, kann ja noch werden. Nachher weg. Entschuldigung.
Michelle, aber mein Platz. Heute heiraten wir. Ey, so süß. Ich bin verknallt in die Da. Immer wieder. Okay, sie ist verknallt. Ja, und kommt dann mit einem Hochzeitskleid zu DSDS. Ist das nicht vielleicht ein bisschen over the top, aber naja. Hallo Dieter, ich habe schon das Brautkleid mitgebracht. Jetzt geht's los. Ja, als nächstes kommt Beda Lisa Bohlen. Eieieiei. Was kommt da auf uns zu? Und jetzt wird geheiratet. Jetzt wird ist sie da zum Heiraten oder zum Singen? Dieter geht. Dieter haut also ab. Wir werden Trauzeuge, ne? Ja, wir sind Trauzeuge. Ei, 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 ei. Wow. Hallo. 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 Warum hast du dich so schön gemacht? Ich wollte heute einen Antrag Heirat machen zu Dieter. Ah ja, aber heißt Bohlen heißt du doch schon. Ich war verheiratet in deinem Bohlen. Du warst mal mit einem Bohlen verheiratet. Ja. Ey, was für ein Zufall. Die war schon mit einem Mann verheiratet, der hieß auch Bohlen mit Nachnamen. Deswegen hat sie wirklich, ich habe gedacht, die hat sich jetzt einfach so benannt für die Anmeldung, aber sie heißt tatsächlich schon vorher Bohlen. Wie krass. Es war aber ein anderer Bohlen. Ja, andere Bohlen. Ah, oh, das wäre schön, wenn Dieter wäre. Ja. Und jetzt möchtest du einen neuen Bohlen. Dieter. Ja, Dieter ist ein bisschen schüchtern. Geflüchtet. Da kommt er. Oh mein Gott. So, der Bräutigam muss sich noch ein bisschen akklimatisieren. Da hat er jetzt auch nicht mit gerechnet. Ja. Oh. Was will sie denn erstmal? Ich konnte leider draußen nicht hören. Was willst du? Ich will dich. Sie möchte zwangsehe mal andersherum. Sie möchte dir gerne einen Antrag machen. Ja, ja, aber wenn das so ist, ich kann gerne die Zeremonie übernehmen. Ja, ich meine, also 40 Millionen Deutsche wollen mich heiraten. Ich weiß ja auch warum. Meine Mutter sagt ja immer, die wollen nur dein Gutes, dein Geld. Nein, ich bin anderes. Also das heißt, Michelle und ich stellen uns dann gleich rechts. Ja, ihr stellt euch gar nichts. Nein, nichts, die will nicht geheiratet. Ah? Ja, ja. Schade. Ja. Also wird das nichts mit der Hochzeitsnacht? Nee. Ja, wenn keine andere Wahl, ich kann Dexter heiraten, weil er ist so jung. Dexter, ja, wenn so jung Dexter. Ist. Echt wie Dexter, diese Dexter. Ja, wir können ja einen Aufruf starten. Hallo Kandidaten. Hier spricht der Heiratsvermittler Dieter Bohlen. Ich habe meine Frage an euch. Hier sitzt eine heiratswillige Kandidatin und die sucht einen Mann. Geld ist ihr egal, es kommt ihr auf einen Charakter an. Ganz wichtig für sie ist Treue. Bis ans Lebensende, also nicht so Schnellstecher, die abends gleich wieder fremdgehen. Ja doch, die ist doch geil, Mann. So was sucht sie nicht. Ja, Patrick, denn hinter Patrick. Sie sucht eine Liebe fürs Los, Leben. Patrick. Kannst du mal umdrehen? Schöner Hintern. Gute Figur, alles tippitoppi, ja, also, oh. Mehr kann ich jetzt auch nicht, kann sich bestimmt gut bewegen. Eieiei, also das lässt sich Patrick nicht zweimal sagen. Also das lässt sich wirklich nicht zweimal sagen. Eieiei. Guck mal, jetzt kommt einer, tatsächlich, oh. Pass mal auf. Das ging aber schnell. Mensch, Patrick, dich kennen wir doch. Süß. Tada! Ich fühle mich etwas schüchtern und ich bin auch zurückhaltend, glaube ich, jetzt, weil das hier so eine intime Atmosphäre ist, finde ich. Ich bin seit dem 7. Juni 2011 Single. Nicht zu viel reden, bevor sich das jemand anders überlegt, ne? Ja, allerdings, ja. Und du findest sie toll? Ja, ne? Ja. Heißer Feger, oder? Ich bin Single. Ich würde nicht Nein sagen. Ja, wie süß. Gut, Beda Lisa. Ja. Ein heißer Feger, sagt Patrick. Kannst du dich da hinstellen? Wir sind drei Trauzeugen, genau. Ja. Also ich bin Reverend H. Könnt ihr euch das merken? Mr. Hyper Hyper. Reverend H. Check this out. So, is it a yes? Is it a no? Reverend H on the microphone. What's the rhyme? I don't know. Ratten die da jetzt bei DSDS? Küssen nicht vergessen. Ja, erstmal die Ringe, ne? Nicht den Mittelfinger. Den Ringfinger. So, hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Und okay. Ihr dürft euch jetzt küssen. Nein, küssen. Oh. Ein Küsschen. Uiuiui, ui, Patrick will den Kuss.
auf dem doch Mund auf Mund. Oh, oh, ja. Genießt so, die Zeit miteinander. Patrick wollte auf den Mund. Also auf den Mund, auf den Mund. Also Patrick wollte hier den Kuss absahen. Koste es, was es wolle. Mal wieder verziehen. Ja. Willst du noch singen oder nicht mehr singen? Let it go. Okay, alles klar. Let it go ist gut. Let him go. Let it go. Alles diese ganze Show hier, das ganze Kasperle-Theater, bevor sie überhaupt angefangen hat zu singen. So, jetzt bitte sing mal. So. Jetzt muss sich die frisch gebackene Braut erstmal um ihre Gesangskarriere kümmern. Let it go, can't hold him back anymore. Let it go, let it go. Ey, was ist das denn jetzt? Ich hab echt gedacht so, wow, wirklich, ey. Das ganze Kasperle-Theater für diesen Auftritt, das ist gar nix. Da war der Patrick zehnmal besser. Turn my back and slam the door. The snow blows white on the mountain tonight. No, the footprint will be seen. A kingdom of isolation. It looks like I'm the queen. Ist das, welche Sprache ist das? Ist das Englisch? Liebe Frau bestimmt, ich meine, das ist böse, aber das ist like this rolling storm inside. Ja, Patrick wartet schon sehnsüchtig aus. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them. Diese Animation übertreibt doch nicht. Die werden hier Eisblöcke, die vier Jurymitglieder. No. Well, now they know. Let it go. Lang. Ich wollte gerade sagen, wie lange wollt ihr es jetzt noch durchziehen? Langt jetzt auch. Frau Bohlen, die Hochzeit war schon ein Desaster. Dein Gesang noch größeres Desaster. Na, also, ich bin nervös. Na. HP? Nein. Shireen? Nein. Nein. Noch nein. Viermal nein. Eiskalt abserviert. Ist sie jetzt weitergekommen oder nicht? Okay. Patrick, nein, ist sie nicht. Die ist sang- und klanglos mit vier Nein weiter rausgeflogen, Patrick. Danke. Ach doch, sie ist weitergekommen. Nee, alles Patrick. Liebe. Wie hast denn? Lieben Danke. Dank. Tschüss. Das ist auch richtige gefühlvolle Heirat von mir. Bei mir hat sie eine heute Hochzeitsnacht gewonnen. Aber ui, Patrick. Du kleiner Schmutzfink. Das Sprichwort, Pech bei DSDS, Glück in der Liebe. Oh mein Gott, wir sind schon miteinander. Ja, klar. Das beste Hochzeit alles in ganz Deutschland haben wir heute gehabt. Ein tolles ui, Paar. Ui, Patrick, hat die Lippen gespitzt. Patrick, sie will dich noch nicht auf den Mund küssen. Ihr kennt euch seit 3 Minuten. Auf müssen wir anstoßen. Auf uns. Und unsere ewige Liebe. Diesen Tag werden die beiden Turteltäubchen nie vergessen. Und wenn doch, dann werden sie vom frisch gestochenen Liebestattoo immer wieder daran erinnert. Jetzt aber husch husch ihr zwei, denn eure Flitterwochen warten bereits auf euch. Bei DSDS liegt Liebe in der Luft. Da spielen die Gefühle schon mal verrückt. Und der DSDS-Warteraum lädt zum Walztanz im Western-Style. Oh nein, ist da jetzt so eine Western-Gruppe oder was? Freunde, mal ganz kurz die Grüße. Grüße gehen raus an die Margangster, an Daniel, an Theo und an Paula. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, folgt mir einfach auf Instagram und schreib mir eine DM. Genau. Warum kennen die das alle? Vielen Dank. Wo kommen die her? Das war die perfekte Einstimmung für unseren nächsten Kandidaten. Der heißt Darcy. Hello Cowboy. Ich bin Darcy Junograd, 26 Jahre alt, von Brasilien. Ich bin Cowboy. Ich bin richtig brasilianisch Cowboy. Ich mache Rodeo in Brasilien 3 Jahre. Oh oh. Boah, ich hab das Gefühl, das ist so crazy. Der Stier hat keinen Bock auf dich. Er ist so gefährlich. Und singen Country in brasilianisch Musik. Cowboy.
Einfach aus Brasilien. Das Differenz ist diese Rodeo von Casting. Rodeo viel Adrenalin habe. Casting, das ist gut. Du viel Spaß machen mit alle Leute. Das ist sehr gut. Aber wir sind hier bei DSDS, ne? Nicht bei. Ich glaube, ich weiter. Ich glaube, ich weiter. Juhu. Hallo miteinander! Hey, wo bist du ausgebrochen? Ja, ich bin brasilianisch, gell? Sag! Bist du Brasilianer? Ich bin brasilianisch. Ah, okay. Zieh und mal deine Brille ab. Ich will deine Augen mal sehen. Findest du nicht, dass deine Gürtelschnalle ein bisschen zu klein ist? Ich wollte gerade sagen, Mann, ist von der dick. Proportion. Ja. Ich bin Cowboy, richtig Cowboy brasilianisch. Ich mache Rodeo in Brasilien auch. Und dann Singer auch. Das ist auf meine Leben. Echten Kühen oder Stier? Stier. Stier. Ach, Stier, du bleibst oben 8 Sekunden, ob ich Stier. Auf dem echten Stier, oder wie? Ja. Hast du keine Angst, immer keine Angst? Keine Angst, ha. Angst und Geld, die nichts wissen. Ja, aber das Vieh, das ist ja schwer, das hat ja Kraft ohne Ende, oder? Diese. Ja, total. Also auch in Spanien, wo diese Bullen durch diese Straße laufen und so, das ist total geisteskrank. Also das ist, nie im Leben würde ich das machen. Du habe viel Adrenalin, gell? Viel Adrenalin, wenn du machen das. Sie will auf dir mal reiten, geht das? Also hat Dieter jetzt gesagt, aber sie hat es jetzt nicht selber bestätigt. Ja? Du bist der Bulle, und sie ist die Reiterin. Sie ist Torero. Das ist Reiter. Du kommst oben, gell? Ja. Du oder komm oben. Oben. Ja, das ist gut. Warte mal, aber so drauf, Alter. Ja, genau. Ist drauf damit. Eine Decke, ja. Komm, ne? Sattel. Oh, Sattel. Ja, genau. Ja, ein Sattel. Schon geht? Richtig. Einen Mann auf und deine halten. Was muss ich machen? Einen Mann halten da. Eine und dann die aufmachen. Eine aufpassen, gell? Wir sind hier bei DSDS, die sollen singen. Also jetzt macht die Bullenreiten vor allem auf ihm. Er reitet doch sonst, er soll es doch zeigen. Nein, sie reitet jetzt so sinnlos auf ihm. Also egal, wir gucken uns das mal an, ob sie hier Shirin elendigen Abgang macht. Also ja genau, du musst eine Hand festhalten. Ja, genau. Okay, komm, und jetzt los geht's. Mach. Zwei Komma neun Sekunden. Warte. Das probieren wir nochmal. Wir machen das nochmal. Nein, nochmal, komm. Nein, Shirin, du musst ihn richtig festhalten. Jetzt bin ich... Halt ja, das stimmt ja. Man darf sich nur mit einer Hand festhalten. Eine Hand, ja. Und ich muss deinen Kopf sehen, deswegen. Ja, mach mal weg. Ab. Passt. Oh, wenig Haare. Okay. Halt dich gut fest. Einen Moment, sitz mal Haare. Meine Kinder würden davon träumen, ja. Also, meine Kinder stehen da total drauf. Boah, das war knapp. Aber sympathisch, ne, von Shirin. So dafür, dass sie ja aussieht ein bisschen so Barbie-mäßig, hätte man auch so eine Reaktion erwartet, so, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Aber die setzt sich darauf, will sogar noch einen neuen Versuch, packt sich da fast ab. Das ist, muss ich sagen, ist sympathisch, ne? Wie viele Sekunden waren das? 3,9. Gar nicht mal so schlecht. Ja, gut, 3 waren. Ja, 2 waren. Richtig gefährlich. Danke auch, gell? Ja, es sah auf jeden Fall gefährlich aus. Also wir haben einen Kopf vorne, das ist nicht gut. Okay, was singst du für uns? Nossa. Nossa. Eisjutschberg. Ja, kennt ihr. Ja, okay. Weltig. Okay. Hätte ich einen Song raten müssen, hätte ich den geraten. Dann schauen wir mal, ob der Stier auch singen kann. Also, bisher ist sehr sympathisch, der Kerl. Bitte kann er gut singen, bitte, ja. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, 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 se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, 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 se eu te pego, hein? Diese Bewegung. Richtiger Cowboy halt. Diese enge Jeans in dieser dicken Schnalle, dann diese Stiefel und dann diese Bewegung. Sábado na balada, a galera começou a cantar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Weiß ich jetzt nicht, ob das gut ist.
Also, Bro, lass diese Bewegung bitte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich kann jetzt nicht sagen, ob das gut ist, Freunde. Also, das ist so, das ist halt so normal. Finde ich jetzt nicht krass, aber es ist ein unterhaltsamer Kerl. So, ich kann mir vorstellen, dass sie ihn weiterlassen, damit die so ein bisschen Abwechslung drin haben. Und der ist extra aus Brasilien angereist. Kann mir aber vorstellen, so, war unterhaltsam jetzt fürs Casting, aber der hat jetzt nichts in den Motto-Shows zu suchen. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, 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 se eu te pego. Delícia, oh, was ist das für Delícia. Obwohl, er gibt diesem Hüftschwung einen maximalen Side-Eye, so. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, 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 se eu te pego. Diese Stiefel. Sábado na balada. Okay. Konnte Darcy die Jury damit aus dem Sattel hauen? Sheroin, was meinst du denn? Ich brauche noch ein bisschen, Leute. Also es war nicht schlecht gesungen. Dankeschön. Ob das nun reicht? Also ich fand die Darbietung ganz lustig und ich mag auch deine Art, aber gesanglich reicht das leider nicht. Sie sind sich selber gar nicht so sicher. Weil das halt so gesanglich so... Nossa, no, also es ist halt... Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn du das gesungen hättest, die Platte, das wäre mit dir auch was geworden, ja? Außerdem bin ich auch neugierig, wie das hier weiterläuft. Also noch ein paar Runden zusammen reiten. Ja, deshalb, also okay, ich gebe dir ein Ja, Darcy. Dankeschön. Ich auch. Danke. Also. Es hat mir gefallen. Also ich könnte mir halt gut vorstellen, dich auch auf Dubai zu sehen, deswegen und da weiter zu reiten. Kann ja nächstes Mal Pony singen. Okay, guck mal, bevor es dir schon zu wild wird, weil die Herrschaften haben schon wieder zu wilde Fantasien, hast du dreimal ein Ja. Yippie, bis vielen Dank. Dankeschön, gell. Tschüss und danke. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, gell. Abidere. Tschüss. Ciao. Oh. Er hat ein süßes Lächeln gehabt, ne? Voll schnicken. Ganz leider ein bisschen zu kurz. Yeah, Darcy. Im Recall wird weiter geritten. Ich bin Junior, ich bin dabei. Superstar, gell? Cowboy dabei! Ja, ein sehr sympathischer Kerl. Cowboy dabei! Mein Name ist Bahati Venus, ich bin 29 Jahre jung und ich bin geboren in Wien. Irre ich mich oder habe ich euch, dich schon mal gesehen? Oh nein. Also wenn ich jemandem bekannt vorkomme, dann vielleicht noch als Kolibri, Ex-Freundin des berüchtigten Baulöwen Richard Lübner. Richard Lübner? Okay, sie war mit dem zusammen oder was? Bestimmt nicht wegen des Geldes. Bestimmt nicht wegen des Geldes. Bitte nicht auf meinen neuen Koffer lehnen, dankeschön. Ich hab's eigentlich satt, als Vogel dargestellt zu werden. Ich heiße Bahati und nicht Kolibri. Ja, es kann auch mal nerven, aber ich denke, ich habe hier auch noch mal die Möglichkeit, mich zu präsentieren ohne Richard Lübner. Ja, mal schauen, was da rauskommt. Ja, du hast eine eigene Persönlichkeit, das wissen wir, das glauben wir auch, so dass du jetzt nicht nur ein Vogel bist, aber du, DSDS so. Mal schauen, ob sie sehen kann. Kommt. Weiß Kolibri, Entschuldigung, Bahati eigentlich, dass das hier DSDS ist und nicht das Dschungelcamp? Ich bin bei DSDS, weil man mich ja nicht als Sängerin bis jetzt wahrgenommen hat. Und jetzt ist vielleicht auch einfach, weil du jetzt gesanglich nicht so ultra begabt bist. Vielleicht ist das der Grund. Für mich natürlich sehr spannend, ob ich damit auch Erfolg haben werde. Ja! Wo fehlen die hin? So, so. Gut. Ich nehme diese hier.
Bei einem Unentschieden muss sie also auf ein Ja von HP hoffen. Also an ihrer Stelle auf jeden Fall ein Mann. Ja, Scooter oder Dieter ist schon schlau. Dann mal rein ins Vergnügen. Hallo. Okay. Hallo. 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 So, so, da sind wir. Ja. Schöne Schuhe. Dankeschön. Mein Name ist Bahati Venus, ich bin 29 Jahre Venus? Alt. Venus? Ja. Okay. Ist das dein echter Name oder Künstlername? Das ist mein Künstlername. Normalerweise heißt du wie? Hast du einen normalen Namen? Den möchte ich jetzt nicht sagen. Nee, ist gut. Also ist ein afrikanischer Name. Okay. Meine Mutter kommt eben aus Wien, mein Papa aus Kenia. Und Bahati heißt eben Glück übersetzt auf Deutsch. Was heißt das? Glück. Glück. Okay. Was machst du beruflich, Bahati? Ich bin freischaffende Künstlerin und ich habe aber auch einen fixen Job. Und warum hast du diese Lubner-Sache gemacht? War das auch so freischaffende Künstlerin, oder? Sie so, oh bitte, sprich mich nicht drauf an. Ja, aber so, du warst eine Person des öffentlichen Lebens, so, du warst mit einem Mann zusammen, glaube ich, ich weiß nicht, ich kenne den nicht, so, aber der ist wahrscheinlich bekannt, so, dann musst du auch damit rechnen, dass die Leute das wissen und dich damit in Verbindung bringen. So, das ist jetzt, ne, und der ist wahrscheinlich irgendwie Multimillionär gewesen, ein alter Mann, normal kennen dich die Leute dann. Ja, was lief das? Den Richard habe ich damals kennengelernt in der Lugner City, in seinem Einkaufszentrum. Und ja, wir waren eben eine Zeit lang zusammen. War der nicht verheiratet? Nee, ne? Nein, verheiratet waren wir nicht. Aber es waren dann doch die Ziele von jedem unterschiedlich und deswegen haben sich unsere Wege getrennt. Die Ziele. Ja, weil das kam auf mich, also im Fernsehen, immer so ein bisschen bizarr rüber, ja? Wie meinst du das bizarr? Das kann ich dir sagen. Also wenn man mit jemandem zusammen ist und der Mann kommt so und will dich küssen und du so... Ja, und konnte dich so gerade noch, wenn er Glück hatte, so hinten auf die Dinger küssen. Da habe ich gesagt, ey, der Beziehung, das ist ja eine komische Beziehung. Das oh nein, kann doch... ja. Und der Mann ist sehr, sehr reich, ne? Da können wir jeder uns unsere eigenen Gedanken zu machen. Und sie leugnet das, jetzt steht da so normal. Du warst dann mit dem zusammen wegen des Geldes. Also vermute ich mal. Eine Liebe sein, habe ich so gedacht, ja. Ich weiß, was du meinst. Da haben wir uns auch gerade gestritten. Ach so, okay. Und da wollte jetzt ich ihm einfach keinen Bussi geben. Das war das so. Mhm. Ja. Was singst du für uns? Ich singe heute meinen eigenen Song, Baby. Oh Lord. Hast du auch irgendwelche bekannten Titel mitgebracht? Doch, ich habe auch noch ein Playback von Larry, aber die kennt ihr wahrscheinlich nicht. Das ist auch eine. Doch, ja, ja, von Larry habe ich noch System. Achso, dann kenne ich das auch. Ja. Ja, dann hören wir mal, ne? HP, oder? Kannst du es kaum erwarten, oder? Genau. Dann legen wir los, oder? Ja. Kannst kaum erwarten, genau. Meistens immer, wenn ich abends ganz alleine sterb vor Langeweile, dann stell ich mir vor, du wärst hier bei mir und wir könnten sie vertreiben. Du weißt schon, was ich meine. Baby, komm doch zu mir rüber, ich mach dir was zu essen, ich bin noch nicht müde. Süßer Baby, wenn ich hier so lieg, träum ich nur von dir und mir, wie wir Zeit verlieren. Stundenlang okay. Musik. Sing lieber was Berühmtes. Was ist das für ein komischer Song? Der Song war ultra komisch. Scooby-Dooby-Doo. Ich hab ein bisschen Angst vor ihr bekommen. Einfach nur so schön. Also rein inhaltlich ist der Song nicht schlecht. Das gefällt mir. Dankeschön. Okay. Er fühlt sich angesprochen. Aber so von der Ausführung denke ich, das ist ja dein Song, ne? Ich finde, man seinen eigenen Song sollte man schon fehlerfrei interpretieren können. Fehlerfrei? Ja, das klang einfach nicht gut. Es war nicht ganz gerade. Das klang so, ja, wie ein Übungsnachmittag im Studio. Sing mal lieber einfach einen bekannten Song, bitte. Eigentlich klang es ja mehr so, als wenn du über dich selber singst, weil es klang so wie ein kleines Baby, ja. Du hast so gesungen wie piep, 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 piep. Ja, stimmt, es klang wirklich sehr kindlich mit so einer Piepstimme. Kolibri, ja. Im ganz dünnen... Oh nein, die wollte nicht Kolibri genannt werden. Oh nein. Ganz klein, wie ein kleines Kind. Wenn ich die Augen zugemacht hätte, hätte ich gedacht, ja, die ist 8 oder so. Das hat natürlich so mit professionellem Singen überhaupt nichts zu tun, aber auch nicht im Ansatz. Die Stimme ist nix. Boah.
Ja, ich sehe das ziemlich genauso. Wenn man die Augen zumacht, dann kann... Boah, die schicken die eiskalt einfach nach Hause. Ey, so, Leute, ihr müsst jetzt nicht so fies sein. Das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid für sie. Aber sie soll nochmal einen bekannten Song singen, weil das war ihre Eigenkomposition und das war ein Kindersong gefühlt. Scooby-Dooby-Doo. Kann man sich das vorstellen, dass das so wirklich ein kleines Kind singt, aber wenn man die Augen aufmacht, da steht eine erwachsene Frau mit 29. Mhm. Mit 29 und da wird man aus allen Träumen gerissen, weil du das überhaupt gar nicht verkörperst, das, was du da singst. Das passt überhaupt nicht zu dir. Und es wirkt auch eh alles komisch. Erst mit dem Millionär zusammen, ah, jetzt plötzlich kann sie singen und so. Das ist halt von einem zum anderen so. So, das ist halt, ja. Weißt du, ich finde dich so ganz, ganz merkwürdig. Irgendwie auch wegen dieser Story drumrum. Und jetzt auch, wie du diesen Song da gesungen hast, dachte ich so, also, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Boah, die sind so fies zu ihr. Das haben die geplant, alle. Die sind so fies zu ihr. So, die wollten ihr diese Bühne jetzt nicht gönnen, ja. Aber als Frau, finde ich, das wirkt das so komisch für mich. Ich weiß, ich finde es irgendwie merkwürdig alles. Das passt einfach nicht. Dann würde ich trotzdem gern noch Larry auch probieren. Ja, die eine Minute sing von mir aus Larry. Das macht doch kein Larry, oder was? Oh, die sind so fies. Sie tut mir ein bisschen leid, um ehrlich zu sein. Also auch wenn sie mit einem 90-Jährigen zusammen war, tut sie mir jetzt leid. In deinen dunkelsten Momenten bist du mein Licht. Mich berühren kalte Hände, doch ich glaub an dein warmes Herz. Boah, ich habe ein bisschen Angst vor ihr, um ehrlich zu sein. Ohne es böse zu meinen, aber ich habe einfach ein bisschen Angst vor ihr. Und auch so ihre Stimme. Nee, es gibt. Nee, nee. Jetzt ist es spooky, ja. Da wird man ja Angst. Ist das noch Kampf oder schon Krieg? Du musst raus aus meinem System. Raus aus meinem. Okay. Also, ich glaube, Potenzial ist da, das ist gar nicht so schlecht, aber was ist das für ein Song, für eine creepy Darbietung? Das ist alles, also stimmt, dieses Drumherum einfach alles super komisch, irgendwie auch ihre Art so und das ist, und der Auftritt ist halt komisch. Such dir auch einen ordentlichen Song, Potenzial ist da. Also jetzt so bei dem letzten Song, das war jetzt gar nicht so schlecht. Schön. Also ja, jetzt siehst du, erinnerst du mich so ein bisschen an Frieda Gohls so in der ersten Zeit. Die hatte ja auch mal die gleiche Frisur wie du jetzt. Ich meine, das war mutig, das war auch schockiert, also hat mich im Moment geschockt, ja. Ist auch ein bisschen mutig, dann so seine Haare abzumachen. Ja. Das fand ich alles, das fand ich cool von dir. Aber an der Stimme ändert es natürlich nichts, ja. Nee, das ist so eine Piepsstimme. Also zwischendurch, wie gesagt, klang ein paar Stellen gar nicht so schlecht, aber stimmt, es ist eine sehr krasse Piepsstimme. Ganz ehrlich, ganz kurz wegen den Haaren, finde ich krass, dass du das gemacht hast, auch wenn das deine Show war. Würde sich kaum ein Mädchen trauen, die Perücke runterzunehmen. Das ist cool, das war eine coole Show. Aber jetzt rein von der Stimme gesehen, ist es halt genauso wie beim ersten. Nicht ausreichend einfach. Also ich fand die zweite Nummer jetzt auch irgendwie besser. Insgesamt. Deine Stimme, die ist sehr piepsig. Aber wenn du damit sicher umgehen könntest, dann könnte man sagen, das ist so ein Markenzeichen dann irgendwie, ne? Das ist ungewöhnlich. Nur das wirkt auch sehr unsicher und wackelig immer. Boah. Also ich glaube, weißt du, die guckt so böse, die dreht leicht durch oder sie ist einfach extrem traurig. Deine Richtung, wenn du wirklich in der Musik bleiben willst, ja, darf, glaube ich, nicht die von dem ersten Song sein, also dieses kleine, piepsige Mädchen, ja, sondern muss diese krasse, ich weiß nicht, zwischen Grace Jones, Frieda Gohls, also so krasse Performances, ja, musst du machen, stimmt. Weil du ein ganz schön harter Klopper bist. Ja, ich hätte Angst vor dir, bin ich ganz ehrlich. Ja. Dankeschön. Ja, danke. Deine Glatze steht dir wirklich sehr gut, wobei danke. Es ist Kurzhaar fast. Es sieht sehr edel aus. Es war letzte Woche, da hatte es ich sieht Glatze. Edler aus als tatsächlich mit der Perücke gerade. Ja. Dein Gesicht kommt viel mehr zum Vorschein. Es steht dir wirklich gut. Dankeschön. Ja. Ihr werdet sicher noch von mir hören. Okay. Vielen Dank. Lieben Dank. Tschüss. 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 Was du machst, komm, lieb mich tief. Die könnte total sympathisch sein und hätte dann richtig guten Auftritt machen können, aber irgendwie... Ja, aber sie hat nicht reagiert, sie hat nur sehr böse geguckt. Das war ja ein Hin und Her gerade, Alter. Ich bin nicht weiter, schau! Nein, no. Oh, jetzt ist sie aber sympathisch.
Ich habe selber gehört, dass ich auch nervös war und gezittert habe in der Stimme. Und, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung und diese Erfahrung bringt mich auch weiter. Genau. Und ich finde, Dieter hat dir gute Tipps gegeben. Ja, stimmt. Ja. Das muss man ihm lassen. Ja, das fand ich gut. Okay, sie geht erstaunlich gut damit um. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass sie sehr zickig reagiert, aber sehr erwachsen, sehr schöne Reaktion. Ja, stimmt. Meistens lohnt es sich, auf die Tipps vom Altmeister zu hören. Ja, Freunde, das war's mit dem heutigen Video hier bei Elmago. Wir sind die Margang und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, Freunde. Hier gibt jeden Tag ein neues Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Hier könnt ihr mich auch abonnieren, hier mein Instagram. Hier sind zwei andere coole Videos. Bis morgen und ciao, ciao.